Meine Freunde, damit herzlich willkommen hier wieder zurück auf dem Landwirtschaftssimulator-Kanal. willkommen zurück zu LS17, Nordfriesischer Marsch mit meiner Wenigkeit. Jo, es geht zicki-zacki, strulli-lulli-lulli weiter. Es ist Samstag, 9 Uhr, falls du das um die Uhrzeit sehen solltest. Guten Vormittag in dem Sinne oder guten Morgen. Man kann auch am Wochenende kann man auch sagen, guten Morgen. Ne? Weil warum soll man jetzt so früh da sinnlos aufstehen. Ich bin in der Vorproduktion und zwar, ich werde das ganze Wochenende inklusive Freitag, also hier vorproduzieren, weil, sorry, es geht nicht anders. Sonst kriege ich das zeittechnisch echt nicht gebacken. Und müssen wir hier Vorgewände? Ja, wir sollten hier Vorgewände fahren. Deswegen kann ich auf eure Kommentare, Instruktionen etc. pp. Erst am Montag. Es ist ja gar nicht Norden, was wir machen, es ist ja Süden. Ja, der will jetzt natürlich, gut, das ist jetzt natürlich Strunzenhol. Ja, okay, Moment, wir fahren, wir müssen nochmal kurz anders einstellen. Wir fahren von Südost nach... Was zur Hölle habe ich hier gemacht? Ist ja nicht mal Ost, ist ja West. ETF. Ist der anders gestartet beim Grubern? Mal genauer angucken, das haut auf jeden Fall nicht hin, was der hier macht. Also ist auch meine Schuld, ich habe das jetzt hier verkehrt eingestellt. Wir sind auf Feld 15, das ist schon mal korrekt. Wir starten. Und dort aus bin ich gestartet, das ist westlich, südwestlich. Wir starten dann auf Richtung Osten. Also gibt es natürlich auch alles in höheren Sinn, in Anführungsstrichen. Gut, dann fahren wir das Ganze noch mal kurz an der ab. Ja gut, Fail, hätte nicht passieren dürfen, ist auch nicht mehr passiert. Ja, das ist nämlich da reingezogen, natürlich klar. Das, was ich hätte machen sollen. Gut, jetzt nehmen wir die andere Außenbahn. Gut. Genauso wie hier, also kommt der, da kommt er halt, rutscht er ans Vorgewände rein. Was er theoretisch auch nicht machen soll. Aber egal. So, das passt aber wiederum hier alles. Gut, da kommen wir so. Achso, was ich ja hier machen wollte. Compost Master 2K17. Der produziert Abfall zu Kompost. Und da habt ihr gesagt, jo, Stroh geht. Weil der produziert ja im Endeffekt Kompost und Diesel, ist ja klar. 5800 Liter mittlerweile. Oh, was hat er jetzt schon an Kompost produziert? 20.000 Liter Kompost läuft. Wird, denke ich mal, wieder nichts sein, wie ich mir das fast denken kann. Die Molkerei, leere Paletten, Wasser, Milch, Papier. Palette Quark, Joghurt, Milch, Sahne und Palette Butter. Da produziert sehr viel. Muss man ja sagen. Zellstofffabrik, die war für was? Paletten, Hackschnitzel, Karton. Ach ja, stimmt, da haben wir ja das Hackschnitzel reingeschafft. So, Apfel, Birne, Kirsche, Pflaume. Das sind die ganzen Lagerdinger hier. Ist da. Also Apfel, Birne, Kirsche, Pflaume, Papier. Also, gut, das ist ja alles da oben, versteht sich. So, Milch selber, 1,6, Butter, 1,7 bis 2, Sahne, 1,2, 1,7,
Joghurt 2, die nehmen sich alle nicht gerade viel vom Preis her. Das sind Paletten. Das sind Kartons. Ach hier, Apfel, Birne, Kirsche, Pflaume. 2-3, 2-0, 2-1, 2-0, 1-0, 6-9. Also würde ich mal eher auf... Ja, das sind halt die Hauptabnehmer. Das ist eigentlich relativ egal, was wir machen. Wollen wir mit Äppeln anfangen? Wir fangen mal mit Äppeln an. Apfel zur Detailansicht. Paletten, Kompost, Wasser, Kartons, Apfel, Platte 5000, produziert 600 in der Stunde. Okay, das ist, denke ich mal, überall das gleiche, oder? Ja, die wollen überall Kompost mit einer Anzahl von 100.000 als Maximum. Gut, dann würde ich sagen, schaffe ich, wo haben wir's? Nö. Den da. Ne? Danke. Abgekoppelt, ja. Gut, dann würde ich sagen, fahr ich das Stroh in dem Falle. Mach doch aus. Fahr mal das Stroh hoch zur Kompostanlage. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht fehlinterpretiert. Wäre es natürlich wieder, aber ich glaube, dass das in Bezug auf die Kompostanlage geschrieben wurde und nicht in Bezug auf die Raffinerie, weil das würde jetzt keinen Sinn ergeben, weil die Raffinerie braucht ja kein Stroh. Also, hoffe ich mal, dass das so passt. Und dann fahren wir jetzt mal 100.000 Liter Stroh. Und das können wir 8-mal machen. Und dann sollte man Kompost ohne Ende produzieren können. Ich fahre schon mal ein Schlückchen weiter vor, wenn es nicht stört. Aber es ist ein guter Durchlauf hier, muss man ja sagen. Das wird relativ schnell voll. Ja, und ich bin selber überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, ihr seid genauso zufrieden. Es ist ja am Freitag, wenn mich jetzt nicht alles durch die Hofbergmann-Karte rausgekommen. Ich kann dazu noch nichts weiter sagen. Es kann sein, dass nächste Woche ein Projekt startet mit Hofbergmann. Es kann aber halt auch sein, dass es nicht startet. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Wenn Hofbergmann kommt, kommt dann der Nordfriesische Marsch weiterhin zweivölkig am Tag. Ja, nein. Ich kann es euch noch nicht sagen, weil ich jetzt halt momentan... Ich nehme zwar jetzt... Naja, in 2 Minuten ist Freitag, dann ist Mitternacht. Kann ich dazu noch nichts sagen. Deswegen. Ich weiß, wie gesagt, dass es ja gewünscht wurde. Aber halt nur gucken. Also Bock drauf hätte ich, ohne Frage. Ich weiß halt nur, wie gesagt, im Mai kommt halt noch was Spezielles. Mal halt gucken, dass ich das zeittechnisch dann gut gemanagt kriege. Weil ich habe ja jetzt momentan einfach den Vorteil. Und ich meine das jetzt nicht abwertend oder sonst was, bevor das wieder so bewertet wird. Ich meine das ganz neutral. Ich habe ja jetzt einfach wieder den Vorteil, dass ich bis auf Gemeinderate einfach unabhängig bin im Sinne von Zeitplanung, ja, und den TT-Projekten logischerweise, sodass ich halt einfach meine Zeit von Projekten her, wann nehme ich sie auf, wie nehme ich sie auf, wie lange nehme ich sie vor allen Dingen auf, einfach selber einteilen kann. Und vielleicht merkt ihr das, es wird noch eine Weile dauern, bis ich damit vielleicht die Mehrheit überzeugt habe, ich weiß es ja nicht. Aber ihr merkt vielleicht, dass das, ja, irgendwie, keine Ahnung, hört sich jetzt doof an, vielleicht auch gut tut. Vielleicht bin ich einfach nicht der Mensch für permanente Multiplayer-Unterhaltung. Ich weiß es nicht, ich kann es euch echt nicht sagen. Ich komme aber halt einfach selber damit klar. Das ist jetzt nicht, dass ich jetzt ungern mit anderen Leuten nicht aufnehme, ne? Das stimmt nicht. Aber es muss halt alles irgendwie in gewissen Rahmen sein. Und jetzt zum Beispiel, wie gesagt, es ist jetzt, was haben wir jetzt? Es ist jetzt Donnerstagabend, 23.59 Uhr. Ne, es ist schon 0.01 Uhr, alles klar. Also Freitag 0.01 Uhr. Nachts wohl bemerkt, ne, versteht sich. Und ja, ich habe jetzt Zeit, ich habe jetzt Bock. Deswegen fahre ich jetzt gegen die Leitplanke. Ne? Deswegen nehme ich das jetzt ja einfach hoch auf. Und mich hat es trotz all dem selber überrascht. Ich hatte mir das Projekt hier mit Friesland extrem schwierig vorgestellt. Hatte gedacht, Curseplay, das kriege ich nie auf die Reihe.
Aber ja, ist ja jetzt dann doch das Gegenteil davon geworden. Immer noch nicht perfekt, aber immerhin schon mal besser. Ja, jetzt setze ich halt auf die To-Do-Liste noch im Endeffekt die ganzen LS17, sagen wir mal so, erweiterten Basics wieder zu lernen. Wo ihr mir ja auch sehr, sehr dabei helfen tut, wo ich auch sehr dankbar dafür bin. Und das freut mich natürlich. Und wie gesagt, wenn es euch Spaß macht, und ich lese es ja, ja, dann ist das natürlich auch eine tolle Sache. Ja. Was wir immer noch ein bisschen so einüben, ist jetzt falsch, aber ich will euch halt damit nicht auf den Sack gehen, aber und ich habe ja auch in der Zuschauer, es funktioniert. Wahnsinn. Coole Sache. Dann produzieren wir jetzt Kompost. Ja gut, das ist jetzt natürlich mit den Zweier gespannt wieder doof, ne? Naja gut, da muss ich halt abhängen, anhängen, ne? Was bleibt mal anderes übrig? Was ich jetzt sagen wollte, ja. Ich will euch ja damit, wie gesagt, nicht auf den Sack gehen. Auch wenn ich nur Zuschauerumfrage gefragt habe und die Mehrheit gesagt hat, ja, mach ruhig. Das ist ja immer die Sache mit den Liken, ne? Ich sag das jetzt einfach mal, wie gesagt, wenn dir die Folge halt gefallen hat, ne? Dann einfach mal das Däumchen nach oben geben. Ab nur von Handy oder Desktop oder Spielekonsole oder whatever halt aus. Man kann ja YouTube mittlerweile überall gucken. Das einfach so im Allgemeinen, nicht nur für dieses Projekt, halt auch wirklich für alle Projekte, die ihr so schaut. Und wenn es jetzt nur eins oder zwei ist, dann ist es ja egal, aber halt für die Projekte, die ihr schaut, einfach das Däumchen geben. Ja, und mir ist es relativ egal, ob ihr das am Ende, in der Mitte oder auch am Anfang macht. Wenn ihr es am Anfang macht, dann kann ich mich nur doppelt bedanken, dass ihr diesen Vertrauensvorschuss mir gibt. Aber das ist halt, egal wie doof sich das manchmal anhört, das ist so ultra wichtig. YouTube setzt damit nämlich halt einfach ihre internen Maßstäbe, aka Algorithmen, in denen die halt sagen, naja, von so und so viele Leute, ne, interagieren mit dem Video, beziehungsweise mögen das Video. Ey, das Video muss irgendwie wichtig sein, ne, und somit wird das halt dann alles so gehandhabt. Das ist natürlich dann für mich oder auch für andere YouTube-Kollegen halt einfach wichtig. Und gerade jetzt in der Situation, ihr wisst ja, mit diesen ganzen Werbepreisen, gut, damit hat das Liken jetzt relativ wenig zu tun. Na, beziehungsweise relativ wenig ist auch falsch gesagt. So besser ein Video natürlich ankommt, für YouTube im Allgemeinen, desto mehr potenzielle Leute können es natürlich auch sehen, auch die, die diesen Kanal hier noch nicht kennen. Und ja, das ist halt immer so eine Sache, muss man sagen. Deswegen, wenn es euch gefällt, einfach den Like-Button drücken. Wenn halt nicht, halt ein Dislike, ne? Whatever. Aber das ist immer wichtig. Weil das Ding ist nämlich immer, manchmal muss ich mich sogar teilweise rechtfertigen. Warum die Videos denn so viele Aufrufe haben, aber halt nur so wenig Interaktion, teilweise keine Kommentare und bla bla bla. Ich kann halt immer nur sagen, ja, weil es halt so ist, weil ich kann ja schlecht für euch sprechen. Und ich habe es ja in der Zuschauerumfrage auch, wie gesagt, die habe ich ja ausgewertet und da habe ich ja auch gesehen, was da so die Gründe dafür sind. Ich meine, bei den Kommentaren, wie gesagt, kann ich es verstehen, wenn man nichts schreiben will oder nichts oder halt nichts zu schreiben hat. Ihr wisst, wie ich es meine. Da ist es ja auch in Ordnung, ja, besser als wie 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. zu schreiben oder so ein Blödsinn. Das bringt wiederum nichts. Ja, es wird automatisch als Spam erkannt, sprich, das kommt nicht mal durch. Wird nicht mal angezeigt. Zwar für jeden Kommentarschreiber selber, aber halt für den Rest der Leute nicht. Dann kann ich das logischerweise schon nachvollziehen. Aber gerade wenn mal so Fragen aufkommen, gut, hier in dem Projekt klappt das, aber gucken wir mal, ich weiß nicht, gut, der Hunter, wie gesagt, ich bin halt sehr weit im Voraus. Ich weiß nicht, bei der Hunter hatten wir zum Beispiel auch die Frage gestellt, wenn ihr jetzt anders schaut, ne, soll man das jetzt so oder so machen? Wenn man dann natürlich kein ausreichendes Feedback bekommt, dann steht man halt da und versteht ihr, wie ich meine? Das ist halt dann das Doofe. Ja. Und das, wie gesagt, das Interagieren, sprich den Daumen nach oben geben, unterstützt uns halt einfach. Das ist kostenlos, das dauert ja nicht mal eine Sekunde, theoretisch. Vorausgesetzt, man ist eingeloggt, versteht sich. Aber es hilft halt so unglaublich viel. Deswegen kann ich es halt immer wieder noch sagen. Und ich werde es mir auch angewöhnen, das auch am Anfang der Folge mal zu sagen. Ich vergesse es halt immer wieder. Das ist absolut Wahnsinn. Ich meine, ich habe jetzt für dieses Projekt, also ich habe für Friesland, für Rade, für GTA, für Rainbow Six Siege und für Wildlands natürlich am Ende noch eine Endcard, wenn man das Endcard nennen kann.
Ne, ich habe da halt einfach mal ein Bild gebastelt, who cares. Da steht ja auch noch mal drin und dann kommt ja auch noch das Outro. Da habt ihr ja bei dem Video auch, ne? Das Outro hinten, da könnt ihr dann auf die Playlist klicken und oder auf ein random Video, was YouTube so auswählt, ein Abo dalassen. Falls du neu bist, kein Abo dagelassen hast. Oder halt einfach auf Modform vorbeischauen. Modform ist, falls das noch nicht so bekannt ist, das ist ein Mod-Channel für LS17 und Kettle und Grobs. Den betreibt Werner und ich zusammen. Und der hat mittlerweile, ist er auch ganz gut gewachsen, kommt auch gut, was ist gut gewachsen, gibt es erst seit guten Monat, aber ist schon überwältigend und der kommt auch richtig gut an, deswegen, also wenn ihr Modvorstellungen Interesse habt, gerade für LS17 und später für C&C, da einfach bei Modform vorbeigucken, weil hier primär auf dem Kanal wäre ich es wohl, außer dann bei LS19 vielleicht am Anfang mal so 10 Modvorstellungen oder so, werde ich da nichts bringen. Das Einzige, was bei mir hier kommt, sind noch die DLC-Reviews, die Vorstellungen. Aber so reine Mod-Vorstellungen nicht mehr. Aus einem ganz simplen Grund, weil ich. Wie sagt man das am dümmsten? Naja, was ist am dümmsten? Eigentlich kann man das einfach so sagen, aber ich überlege halt, ob ich einen Disclaimer davor schmeiße. Schmeiße ich auch am besten. Weil es ist ja wieder nichts Persönliches oder sonst was, aber bestes Beispiel ist halt einfach Carbon. Ja, und Carbon nimmt mir das auch nicht übel, weil Carbon weiß es halt auch selber. Carbon ist halt das beste Beispiel, ja. Und es ist ein Phänomen, würde ich es jetzt nicht gerade nennen. Irgendwo ist es teilweise eine logische Konsequenz. Aber Leute, die vielleicht rein nur wegen den LS-Mod-Vorstellungen einen Kanal abonnieren, und das sind nicht nur Deutsche. Und da rede ich jetzt nicht von Österreich und Schweiz, ne? Das gehört einfach zu Deutschland dazu, das sind die deutschsprachigen Länder, die Dachstaaten, sondern es kommen halt auch wirklich viele aus dem europäischen Ausland, aus Übersee, aus Asien und sonst woher. Weil für eine Mod-Vorstellung, die kann auf Deutsch sein, die kann sich auch der Libanese oder der Asiate, der Japaner in dem Falle, oder halt auch ein Iraker oder keine Ahnung, Israeli angucken, weil was da drinnen gequatscht wird, das ist ja zweitrangig, sondern es geht ja darum, die gucken sich das Video an, sehen wie der Mod funktioniert, sagen sich, oh alles klar, lade ich mir runter oder nee, lade ich mir halt nicht runter. Und das ist ja der ganze Trick an der Geschichte und dann bekommen halt auch viele ausländische Leute, die den Kanal abonnieren und das sind natürlich in erster Linie Leichen, weil eine Person, die dich nicht versteht, wird auch nicht mit deinem Kanal großartig interagieren. Ne, der wird vielleicht mal ein Däumchen da lassen und wird vielleicht auch mal einen Kommentar schreiben, den du dann nicht verstehst, weil, nix Deutsch so auf Deutsch, ne, ihr wisst, was ich meine. Und da ist es halt immer so die Sache. Und vielleicht ist auch das Interesse dann an anderen Dingen sehr gering. Und ich habe halt damals mit dem Kanal Mod-Vorstellung für einen 13er gemacht. Ich glaube, 5000 Abos lang. Also ich glaube, ich hatte 300 Abos. Dann habe ich mit Mod-Vorstellungen angefangen und innerhalb kürzester Zeit war das Ding bei 5000 Abos oder so. Ja, das ging auch durchaus damals noch, weil es damals, ich war mit einer der Ersten. Das ist heutzutage nichts mehr wert, ich weiß, aber ich war damals wirklich mit einer der Ersten, der die Mod-Vorstellung so gemacht hat, wie sie heute gemacht werden. Und das war halt damals einfach so und ich habe halt damals den 13er selber gesuchtet und alles, deswegen war das für mich damals auch, ja, habe ich halt einfach gemacht. Ja, dann ging das mit dem 15er ein bisschen, dann kam ja die Idee, ein 15er mit Mod Planet auf. Die Idee war gut, den Kanal wird es heute auch noch geben. Wäre es halt an der Umsetzung oder an der, nennen wir es mal, Aktivität, nicht gescheitert. Was jetzt nicht heißen soll, dass da jetzt irgendjemand dran schuld ist, es ging halt einfach dann auf beiden Seiten, hat halt nicht geklappt. Manus hatte damals keine Zeit mehr und ich hatte das Interesse an LS15, man kennt die Geschichte, ja, so gut wie komplett verloren, weil halt, ja, alles irgendwie im Bach runterging, was LS15 angeht, weil wenn man sich mal überlegt, gut, wenn du jetzt relativ neu bist, also was heißt neu, ja, vor dem 15er, wenn du vor dem 15er damals noch nicht auf dem Channel warst, dann kannst du das natürlich nicht wissen. Aber LS war damals wirklich so ein Projekt, das hat reingeknallt auf allen Ebenen. Ja. Und das hat nach dem 13er und 15er rapide abgenommen und jetzt auch Anfang des 17ers, das war zwar wieder
Die Vorberichterstattung zum 17er, das ging ja durch die Decke, das wurde gefeiert, jenseits von Gut und Böse. Die Let's Plays 2-3 Wochen, danach war es wieder Ja, und ich weiß, dass das bei manchen mit der Konstellation zusammenhing, dass einige halt Person X nicht gefeiert haben oder extra wegen Person X nicht mehr geschaut haben und whatever und hin und her. Ich weiß, ich habe die Kommentare gelesen, ja, ist ja jetzt nicht so, aber was hätte ich denn damals schreiben sollen? Ne? Also, gut, und jetzt haben wir halt einfach so die Situation, wie sie ist. Aber jetzt machen wir im Endeffekt das Beste draus, beziehungsweise ich mache halt das, wie ich gedenke. Und ob es angenommen wird oder nicht, wie gesagt, das ist dann ja unter anderem dann auch eure Entscheidung. Mal hier noch manuell fahren. Auch eure Entscheidung und eure Macht in dem Falle. Deswegen schauen wir halt einfach mal. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt LS wieder hier als treibende Kraft haben möchte. Also was ist als treibende Kraft? Ich habe natürlich großes Interesse daran, dass die Projekte, die ich mache, auch geschaut werden und auch euch gefallen. Das soll aber nicht nur bei LS so der Fall sein, sondern halt wirklich bei allem, was ich halt mache. Weil, gut, ich kann es bei AAA-Spielen verstehen. Ne? Wildlands hat halt jeder Klobby schon, Klobby in Anführungsstrichen, natürlich schon teilweise in der Woche vor Release halt gezockt, ne? Bei AAA-Spielen kannst du mit den ganz großen YouTubern nicht mithalten. Aber auch alles, was halt so rundherum geht, Rainbow Six Siege, Hunter, was haben wir noch, GTA, etc. pp. Dass das natürlich auch irgendwie auf Anklang trifft. Weil ein reiner LS-YouTuber möchte ich nicht werden, wollte ich auch nie werden. Deswegen habe ich ja damals schon frühzeitig dann mich auch geöffnet für andere Sachen. Und ja, schauen wir mal. Weil nämlich das Problem, was du hast, wenn du dir einen reinen LS-Kanal aufbaust und dir vergeht irgendwann mal die Lust am LS oder an das Spiel, das muss ja nicht nur LS sein. Guckt euch Minecraft-Kanäle an, die nur Minecraft gemacht haben, die Minecraft jenseits von Gut und Böse in eine Abonnentenzahl geschossen worden sind, von der wir nur träumen können und die halt heute was anderes machen. Also wenn sie nicht gerade Lifestyle machen und 10 Arten von Videos oder ich bänge meine Freundin oder die übelst krasse Chicken Wings Challenge, die Kanäle gehen unter. Ja, guckt euch damals, wo Arma 3 Hype war, guckt euch die Arma 3 Kanäle an, die damals aus dem Boden geschossen sind. Wär's davon heute übrig geblieben? Ich meine ja, Lost Aiming, aber der hatte vorher schon ein anderes Standbein im Genre mäßig. Ralfinger, ja, der hat sich halt auch wieder gefangen. Aber Mentor beispielsweise ist weg. Der ist irgendwie 50.000, 60.000 Abos. Dann war Arma 3 Hype vorbei. Der Kanal war tot. Ralfinger hat sich gefangen mit LSPD FR mittlerweile. Ich weiß gar nicht, das läuft jetzt bei dem wieder so extrem gut. Gut, das kommt nach LSPD FR. Aber ich glaube, er mittlerweile auch schon mal so, dass das mehr oder weniger dann passt. Falls der Hype auch mal wieder vorbei ist. Wenn dieser Hype überhaupt mal endet. Weil LSPD FR ist natürlich auch eine, wie soll man so sagen, eine Sache für sich. Aber so schnell kann es halt gehen. Wir haben natürlich auch Südost, meine Fresse. Und wir haben natürlich auf YouTube natürlich auch ein Überangebot. Das sollte man halt auch nicht vergessen. Man ist so schnell, hoppala, man ist so schnell ersetzbar. Das sollte man sich halt auch immer vor Augen halten. Deswegen muss man das immer sehr genau abwägen. Um auch mal hier ein ernsteres Thema anzusprechen. So, in dem Sinne aber, das sollte es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann heute Nachmittag. Wie gesagt, Upload-Kalender einfach mal abchecken. Ich glaube, 15 oder 16 Uhr war es. Sachsenlessplayer.info. Einfach die URL in eurem Browser eingeben und dann kommt ihr auf den Upload-Plan. Der wird auch mehrmals aktualisiert in der Woche, wenn sich da was ändert. Deswegen, das lohnt sich. Und es ist keine Werbung, sondern es ist keine Website, es ist einfach nur so ein Dokument, was aktualisiert wird. Gut, in dem Sinne, bis heute Nachmittag. Ich bedanke mich, lasst das Däumchen da. Bis dann, Mädel and out.